Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Etwas, was es auch wieder eine Weile nicht auf diesem Kanal gab, aber ihr habt mich so oft gefragt, wirklich jetzt ohne Spaß, ihr habt mich so oft gefragt, wann ich mal wieder bei DM einkaufen gehe. Und deswegen habe ich euch jetzt was frei. Der Grund, warum aktuell nicht mehr allzu viele Hauls kommen, ist der, dass ich nicht mehr allzu oft shoppen gehe. Also ist es so, dass ich mir immer Listen mache, ich benutze dafür immer mein Telefon und schreibe mir immer auf, wenn mir irgendwas auffällt, was gerade leer geht oder gerade irgendwie schon bald leer sein wird, dann schreibe ich mir das auf und irgendwann, wenn da 10, 15 Sachen draufstehen, dann laufen wir los. Es sei denn, es sind wirklich essentielle Dinge wie Klopapier oder so, das kaufen wir dann einfach bei unserem Wocheneinkauf mit ein. Und heute war es wieder soweit, ich habe ein paar Sachen einkaufen müssen und ich bin trotzdem eskaliert. Ganz klar, ich laufe durch DM und ich kann einfach nicht wegschauen, es geht einfach nicht. Ich bin am Ende des Tages ja auch nur eine Frau und lass mich anfixen über Instagram oder werde von Produktdesigns irgendwie angesprochen. Ja, und so auch heute viele essentielle Dinge, die ich euch zeigen möchte. Auch ein bisschen Kosmetik und so, aber schöne Sachen, über die ich mich wirklich freue, dass ich sie mitgenommen habe. Vieles davon habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, aber ihr seht jetzt einfach, was ich mitgenommen habe und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Die Einblendung, Werbevideo hat natürlich auch hier wieder die Daseinsberechtigung. Ich zeige euch Produkte, die ich beim DM gekauft habe. Das ist keine bezahlte Kooperation, aber es ist natürlich eine Werbung für DM. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich danach auch mal schauen gehen, ob ihm da irgendwas gefällt. Von daher müssen wir das einfach so ins Video schreiben. Bei dem Produkt wurde ich angefixt von meiner lieben Freundin Jackie. Die hat das nämlich dabei gehabt, als sie uns besucht haben. Und das ist ein Trockenshampoo von CoLab. CoLab, keine Ahnung. Ich habe mich da einfach mal durch die Produkte gewühlt und das hat mich jetzt einfach am meisten angesprochen. Ich habe es bei ihr heimlich probiert. Ich glaube, sie weiß es gar nicht, wenn du es jetzt siehst. Ich habe es probiert. Tut mir leid. Ja, und das fand ich richtig gut. Es riecht auch richtig gut und deswegen, ne, es hat nichts hinterlassen. Deswegen durfte das einmal mit. Eigentlich war ich ja mittlerweile schon so weit, dass ich nur noch Naturkosmetik für meine Haare benutzt habe. Aber ich muss einfach auch sagen, dass die Pflegewirkung bei Naturkosmetik, natürlich kann man das nicht pauschalisieren, wie bei allem anderen auch, aber die Produkte, die ich bisher ausprobiert habe, waren alle nicht der Hammer. Also sie waren okay und haben mich auch angesprochen und auch mein Gefühl irgendwie verstärkt, aber ja, also ich bin immer noch nicht beim Richtigen angekommen. Und heute bin ich natürlich an etwas vorbeigelaufen, was einfach rosa ist und es glitzert. Also ich bitte euch. Ich muss das mitnehmen. Ich muss das, ich habe nicht mal dran gerochen. Ich habe es einfach eingepackt, weil es so wunderschön aussieht. Und ich mag ja Nivea generell sehr gerne. Und es riecht auch ganz nett. Ja, und ich hoffe einfach, dass ich mal was finde, was meine Haare nicht so stumpf werden lässt. Ich habe generell ja wirklich, ich habe ja jetzt nicht schönes, wundervolles, volles Haar, sondern habe immer irgendwie ein Problemhaar, immer irgendwas ist, immer mit meinen Haaren. Und deswegen, jetzt bin ich von den Schuppen losgekommen. Jetzt habe ich das Problem, dass die immer so ein bisschen stumpf aussehen und nicht mehr richtig glänzen. Vielleicht habe ich damit Glück. Wenn was ganz Langweiliges, Spezialsalz, da kaufe ich einfach das, was da ist. Habe jetzt einfach das mitgenommen für unsere Spülmaschine. Mindestens genauso schwer, aber natürlich ein bisschen wichtiger als das Spezialsalz ist das Original Totes Meersalz, Badesalz, Totes Meersalz, Salz, Badezeug. Das ist für Micha, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, wir reden da ja relativ offen drüber, dass Micha aktuell eine sehr, sehr starke Hautkrankheit hat. Er hat starke Probleme mit einer Schuppenflechte und ab und zu gönnt er sich dann einfach mal wirklich eine halbe Stunde bis eine Stunde in so einem Salzbad zu liegen, was seiner Schuppenflechte einfach wirklich, ja, ein bisschen Ruhe gönnt. Der kratzt sich ja die Haut auf und alles und das ist wirklich schlimm mit anzusehen. Deswegen kaufe ich auch mal alles, damit ich irgendwie irgendwelche Produkte, die helfen könnten, also was er jetzt in seinem Bad momentan zu stehen hat und von allem hoffen wir irgendwie, dass es ein bisschen Linderung bringt und deswegen durfte das auch noch mit. Die zwei Sachen zeige ich mal zusammen hoch. Das sind nochmal zwei Klamöttchen für unseren Bennett. Die waren sogar runtergesetzt jetzt, einfach weil das wahrscheinlich eine neue Kollektion geben wird. Die Strumpfhose habe ich ihm jetzt schon, jetzt in der dritten Größe schon gekauft. Das ist jetzt schon eine 86,92. Wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird, wird die dann hoffentlich auch passen. Ich mag einfach dieses einfache Design und die fühlt sich sehr, sehr gut an. Und von diesen Frottee-Hosen haben wir zwei Stück. Die ziehe ich ihm sehr gerne an, weil das einfach super temperiert. Also er schwitzt nicht da drin, obwohl man das meinen mag mit Frottee. Aber die mag ich gerne. Die ist ein bisschen länger als bisher. Sonst gehen die immer bis hier. Und die ist jetzt ein bisschen länger einfach für den Übergang zum Herbst.
Ich mache jetzt mal zwischendrin einfach mal ein bisschen Beauty, damit die Leute, die eigentlich auch nur an dem Beauty-Kram interessiert sind, jetzt nicht vor lauter Langeweile umfallen. Catrice hat ganz, ganz viele neue Produkte und ich mag die Marke, ich mag die Produkte, ich mag die Qualität und die Preis-Leistung der Produkte. Von daher gucke ich da immer sehr gerne, was es Neues gibt und lasse mich da auch gerne mal so ein bisschen mitziehen. Und dann gibt es jetzt wirklich vieles Neues und unter anderem habe ich mir einen Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara gekauft. Ja, was das eigentlich kann, weiß ich noch gar nicht so richtig, aber es ist halt für die Augenbrauen. Ich denke mal, man malt sich die Augenbrauen damit wie mit so einem Mascara nach und es ist dann eben für ein paar Tage haltbar wahrscheinlich. Ich kann auch einfach lesen. Soll 2 Wochen halten bei täglicher Anwendung. Ich habe keine Ahnung. Ich lese es mir nochmal genau durch und wenn ich es gut finde, seht ihr es sowieso irgendwann nochmal als Empfehlung. Und weil ich natürlich nicht aus einem DM rausgehen kann, ohne meine absolute Geheimwaffe für die Augenbrauen zu kaufen, habe ich mir nochmal 2 Slimmatics mitgenommen. Das ist mein Augenbrauenstift, auf den ich jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit schwöre. Ich habe aber jetzt irgendwie, sehe ich gerade, 2 verschiedene Töne mitgenommen. Den nehme ich eigentlich immer. Ein bisschen hellerer Ton, ein bisschen dunkler. Ich glaube, das nimmt sich jetzt einfach nicht viel. Ich bin ja auch relativ dunkel vom Typ her. Und deswegen wird das jetzt nicht so schlimm sein. So, dann ein kleiner Fleckenzwerg. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Froschfan. Kann man Fan davon sein? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls benutze und kaufe ich diese Produkte mit Überzeugung. Das ist für die meisten wahrscheinlich völlig uninteressant, wenn ich euch sowas erzähle, aber ich beschäftige mich momentan sehr, sehr intensiv mit Nachhaltigkeit. Wie werden Produkte hergestellt? Unter welchen Bedingungen werden sie hergestellt? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier ewig sitze und 15 Stunden lang im Internet lese, aber es beschäftigt mich einfach auch so ein bisschen immer im Hinterkopf und ich kann natürlich nicht die Welt retten, aber ich kann so einen ganz kleinen Teil einfach in meinem Dasein, in dieser großen Welt verändern und deswegen denken wir jetzt mittlerweile öfter darüber nach, was machen wir, was kaufen wir, wie handeln wir und das ist ein ganz kleiner Schritt von vielen tausenden Schritten, die dazugehören könnten und deswegen jetzt, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Frosch ist eine sehr, sehr nachhaltige Firma, macht gute Sachen. Ich habe davon schon einen anderen, mochte ich auch ganz gerne. Ich kriege Flecken irgendwie generell nie so richtig raus und Sonne hilft bei mir auch nicht und alle Tipps, die es auf dieser Welt gibt, helfen irgendwie nicht. Aber vielleicht ist das ja jetzt der Problemlöser. Für die Kids habe ich ein Kleiebad mitgenommen. Davon gibt es, vielleicht kennt ihr das schon, auch so eine Box mit Kleieflocken, nenne ich das jetzt mal. Hat uns leider überhaupt nicht überzeugt. Das war irgendwie, weiß ich nicht, die klebten dann überall in Bennets Haaren und weiß ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal auch die flüssige Variante davon mitgenommen und bin gespannt, ob das jetzt besser ist. Aber ich denke schon. Jetzt zieht es für ein paar Tage mal wieder in die Heimat von Micha und da ist natürlich eine lange Autofahrt mit dabei und für diese Autofahrt habe ich ein paar Snacks gekauft von Fruchtbar und von Mogli. Da habe ich jetzt einfach zu dem gegriffen, was mich anspricht. Das wird schon schmecken. Für meine Wäsche kaufe ich normalerweise Schmutzfangtücher, die man dann einfach wegwirft. Auch da ist natürlich jetzt der Gedanke, ist das notwendig, beziehungsweise kann man das nicht irgendwie besser lösen, dass man nur so ein Einmal-Ding kauft. Und da hat DM jetzt einfach mitgedacht und hat sowas auch auf den Markt gebracht. Und das ist, glaube ich, für 40 Wäschen. Wenn ihr diese Produkte noch nicht kennt, die müsst ihr da vielleicht in dem einen oder anderen DM-Haul schon gesehen haben bei mir. Ansonsten schaut euch das einfach mal an. Ihr habt definitiv keine Verfärbungen mehr bei euren Klamotten. Ich wasche mittlerweile auch weißes so ab und zu mal. Also weiße Dinge, die jetzt mir nicht am Herzen liegen, wie eine teure Bluse oder so. Aber so weiße Buddies oder so, das kann man echt locker mit normaler Wäsche mitwaschen. Babynahrung für unseren Bennett, auch wenn er gar kein Baby mehr ist. Ich bekomme dazu auch ganz oft immer noch Anfragen, wie das bei uns war mit der Pränahrung. Das war ja ein großes Thema. Ich habe ja eine Zeit lang Pränahrung verwendet oder gekauft, die nicht so gut war, die auch von den Tests her nicht so gut abgeschnitten hat. Mittlerweile sind wir bei Milasan gelandet und immer noch bei Prä. Also wir werden auch keinen Schritt mehr höher machen. Es wird immer bei Prä bleiben. Er wird ja jetzt auch nicht mehr allzu lange Milch bekommen. Die bekommt er immer so nachts oder abends zum Einschlafen. Und dann eben nachts, wenn er wach wird, zur Beruhigung. Das ist eigentlich nicht mehr wirklich notwendig. Er isst wirklich schon gut bei uns mit und deswegen ist das nicht mehr notwendig, da jetzt irgendeinen Schritt weiter hochzugehen. Ein weiteres der neuen Produkte von Catrice ist ein Matt Bronzing Powder. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal genau das gleiche Produkt gekauft, nur mit Glitzereffekt. Und das mag ich eigentlich nicht so gern. Deswegen bin ich ganz froh, dass die jetzt eins rausgebracht haben, was matt ist und nicht noch extra Glitzer irgendwie ins Gesicht zaubert. Hab's jetzt im Laden auch schon so an der Hand ausprobiert. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich bin
nutze es ja immer hier und hier und hier, dass das so vom Ergebnis genau das gleiche bringt, eben nur ohne Glitzer. Und dann gibt es noch eine neue Palette. Und ich wollte eigentlich keine Lidschatten mehr kaufen, aber es sind absolut meine Farben. Wenn ich mich schminke, greife ich immer zu bärigen Tönen im Gesicht, weil ich das einfach super schön finde, so als Gesamtbild. Ich schminke mich ja sowieso nicht mehr sehr stark, aber mittlerweile fühle ich mich wieder so, dass ich ab und zu mal einfach so ein bisschen Lidschatten auflege oder mal einen Lidstrich ziehe oder irgendwas. Und da ist dieser Blazing Bronze, diese Palette einfach super schön, hat mich gleich angesprochen und die musste ich einfach mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da sinnloses Zeug gekauft habe. Ich bin gespannt. Faltenglattspray. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch damit Erfahrung. Das soll wohl so sein, dass man dann einfach die Klamotten einsprüht, so ein bisschen glatt streicht, hängen lässt und dann ist das nicht mehr faltig. Ich probiere einfach mal mein Glück, weil ich habe ja auch bald einen neuen Job und da möchte ich natürlich nicht mit faltigen Klamotten hingehen. Ja, drückt mir die Daumen. Mein über alles geliebtes Spülmittel von Ecoverre benutze ich seit Ewigkeiten mittlerweile. Ich greife auch zu nichts anderem. Ich probiere auch da nichts anderes, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne mag. Die Preis-Leistung stimmt, die Nachhaltigkeit stimmt. Da bin ich einfach total mit dabei. Finde ich richtig toll. Noch ein paar Geschirrspültabs, passend zum Thema. Kann ich euch noch nicht viel zu sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Die sind ganz schön klein, finde ich, ne? Kleine Packungen, 30 Stück sind da drin. Mal gucken. Backpapier und Alufolie. Jetzt werden einige denken, ja, du willst nachhaltig leben, aber kaufst Alufolie. Ja, so ganz kann ich einfach auch auf einige Dinge nicht verzichten. Ich habe aber trotzdem Recycling-Aluminiumfolie gekauft. Wir versuchen auch, die nicht zu verwenden, aber ich muss sie einfach ab und zu mal zu Hause haben, weil ich sie für Ofenkartoffeln oder brauche. Ein paar Snacks für die Autofahrt. Das ist jetzt von Fruchtbar auch ein Bio-Riegel, Mango, Karotte, Hafer. Finde ich ganz niedlich und Bennett mag die sehr gerne. Also so Riegel generell. Und ich möchte mir eigentlich schon wieder selbst in den Arsch treten, dass ich so influenced wurde. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Irgendjemand hat erzählt, dass er sich irgendwas bestellt hat übers Internet und es war irgendwie ganz schnell ausverkauft. Er hat noch Glück gehabt. Ja, ne, das ist wohl irgendwie von irgendeiner Instagramerin oder YouTuberin. Ich kenne die gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber das Design spricht mich an. Also es ist Lovely, soll es wahrscheinlich heißen. Eine Augencreme und ein Lip Balm. Und die Augencreme durfte man testen. Also da stand ein Tester. Und die hat sich sehr, sehr weich angefühlt. Und ich mache eigentlich so gut wie gar nichts für meine Augenpflege. Und der Lip Balm, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach so mitgenommen. Aber ich ärgere mich irgendwie auch schon wieder darüber. Aber es ist, noch ein Basic, einfach ein bisschen Kräuterzahnpasta. Die letzten beiden Produkte sind auch noch mal ein bisschen Beauty-lastig. Ich habe mir meinen Mascara mitgenommen. Beim letzten Haul habe ich euch ja erzählt, dass ich mich immer so durch die Mascara-Welt getestet habe und einfach festgestellt habe am Ende des Tages, das ist sie. Und ich stand heute schon wieder vor den Mascaras, vor den neuen und denke mir so, oh, probierst du so einfach mal aus? Und ich dachte, nein, komm, du gibst jetzt 1 Euro mehr aus und dann weißt du einfach, was du hast. Und Catrice hat auch neue Blushes und bei Blush kann ich einfach nicht nein sagen. Das ist eine schöne Art und Weise, sich einfach ein bisschen Gesundheit ins Gesicht zu zaubern. Und deswegen habe ich den Ton jetzt noch mitgenommen. Aber da habe ich gut aussortiert und das passt auch ganz gut, weil mir meine aktuellen Töne einfach so ein bisschen, habe ich mir satt gesehen. So, und jetzt habe ich mir meinen Einkauf schön geredet. Aber am Ende sehe ich jetzt, wenn ich das so sehe, so viel Mist war da jetzt eigentlich gar nicht dabei. Vieles, was ich wirklich brauche und so ein bisschen was, ja, wie gesagt, ich bin eine Frau, ich fühle mich angesprochen von Dingen, vielleicht bin ich die Hälfte davon scheiße. Ich weiß es noch nicht, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren und das soll es auch erstmal wieder gewesen sein von diesem DM-Haul. Vielleicht lasst ihr mir einfach einen Kommentar da, welches Produkt ihr davon am interessantesten findet oder ob es irgendwas anderes gibt, was ich mir bei DM unbedingt mal anschauen muss. Ich freue mich über eure Kommentare, ihr bekommt natürlich auch wieder eine Antwort und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Klickt doch mal hier und hier, dann seht ihr den letzten Vlog und den letzten Haul. Und wenn ihr hier klickt, dann folgt ihr unserem Kanal. Darüber freuen wir uns, wenn ihr uns supportet. Und ihr werdet immer als allererstes informiert, wenn was Neues online kommt. Ansonsten folgt uns auch auf Instagram und überall anders. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.